Frau Präsidentin, sehr geehrte Kolleginnen und Kollegen, ich bedauere es zutiefst, dass der letzte Antrag in diesem Jahr vor Weihnachten hier, dass wir uns mit so einem Antrag befassen müssen, der vor Falschbehauptungen, Unterstellungen und pauschalen Diffamierungen nur so strotzt. Erstens, Sie stellen fest, dass die Grenzöffnung im Herbst 2015 illegal war. Sie ignorieren dabei komplett die Rechtsprechung des Europäischen Gerichtshofs vom Juli 2017, der ausdrücklich feststellt, dass dieses Selbsteintrittsrecht im Rahmen des Dublin-Abkommens nicht eine Verpflichtung darstellt, aber durchaus berechtigt ist und hier Kanzlerin Merkel nicht nur moralisch, sondern auch rechtlich hier eine gute und richtige Entscheidung getroffen hat. Erste Falschbehauptung. Zweite Falschbehauptung. Sie suggerieren in Ihrem Antrag, dass der internationale Terrorismus einzig und allein durch Fluchtbewegungen auf der Welt begründet ist. Und ergo, wenn man die Grenzen zumacht, hat man das Problem gelöst. Es verkennt komplett die Tatsache, nur eine Zahl, zwei Drittel der Gefährder in Deutschland sind Deutsche, sind keine Flüchtlinge. Aber, Kolleginnen und Kollegen von der AfD, Fakten stören hier mal wieder, wenn es darum geht, hier zu diffamieren und Ressentiments zu schüren. Drittens, Sie fordern, die deutsche Grenze von nun an gemäß geltendem Recht zu sichern. Es gibt kein geltendes Recht, nachdem Schengen in Europa dauerhaft außer Kraft gesetzt wird. Es sei denn, und dann sagen Sie es hier, Sie wollen hier aus der Europäischen Union austreten. Aber dieses Recht gibt es nicht, und dieses Recht können Sie hier auch nicht einfordern. Drei Falschbehauptungen, die Sie hier mal wieder aufstellen. Und deswegen, das haben alle Vorrednerinnen und Vorredner, denen ich ausdrücklich allen dreien dankbar bin, für hier die gemeinsame, sachliche, gute, differenzierte Darstellung. Und dass allein diese drei Behauptungen hier, die Sie einfach so in den Raum stellen, hier entlarven, dass es Ihnen hier mitnichten um den Schutz von Bürgerinnen und Bürgern in unserem Land geht, um den Schutz von Weihnachtsmärkten, sondern es geht Ihnen hier einfach und allein darum, mit diesen Falschbehauptungen, mit diesen Unterstellungen hier weiter Ressentiments zu schüren, die Menschen in Angst und Schrecken zu versetzen und hier Sündenböcke in unserer Gesellschaft zu finden. Das werden auch wir nicht mitmachen, genauso wie die Kolleginnen und Kollegen das von den anderen Fraktionen hier auch dargestellt haben. Und wir werden selbstverständlich diesen Antrag auch ablehnen.